Oh, es war so klar. Es war so klar. Wow! What the fuck? Warum so schnell? Gut, war schon richtig. Oh. Ich dachte, ich müsste den nächsten Shit nochmal machen. Nein! Wackel mit den Hüften. Oh, wie schön. Was ist? Hörst du etwas? Ich spüre etwas. Oh, Scheiße, nein! Auf, lauf! Es ist doch unglaublich. Ich denke mal, ich muss nach oben drücken und dann nach unten, weil die Kamera wechselt. Das ist die Scheiße, die mich so ein bisschen tiltet. Da tiltet mich gerade. Was ist? Hörst du etwas? Ich spüre. Kann ich das nicht irgendwie skippen? Nee. Was? Oh Scheiße, nein! Weil das Ding halt von hinten kommt. Jo. Weg. Natürlich hat das Ding was freigemacht. Oh, ich habe Ghana vermisst. Du bist mal wieder knapp dem Tod entkommen, was? Da bist du ja, Alistair. Hast du was über das Schwertfragment rausgefunden? Der Lehrer geht's gut. Ich habe die Markierungen auf dem Artefakt extrapoliert. Ich könnte hier lang gehen, ich könnte aber auch hier runtergehen. Und dann fand ich... Ups, wir haben ein Pro. Alistair? Sip? Seltsam. Da ich Angel of Darkness mal gespielt habe. Aha, ich hab's irgendwie so im linken Hoden zwicken gemerkt, dass da irgendwas ist. Hier ist auch irgendwas. Ach nö, hier komme ich nur wieder runter. Okay. Ich dachte, da wäre irgendwas. Ich glaube auf jeden Fall, dass da unten so ein Schatz war, hatte ich irgendwie im Ei gespürt. War ein Spaß, ich habe es irgendwie im Gefühl gehabt. Angel of Darkness. Ob ich es auf Steam habe, weiß ich nicht. Ich habe jetzt mal letztens meinen Dingsbums aufgeräumt. Mein Regal. Und die ganzen... Haha! Hier hab ich's. Tomb Raider, Angel of Darkness. Keine Ahnung, woher ich das hab. Ich hab's mir nie gekauft. PC-CD, Disc 1. Warum hat das zwei Discs? Disc 1. Und Disc 2. Ich glaube, mein Cousin hatte die mal gehabt. Und deswegen... Ja. Ansonsten, was habe ich noch? Siedler 3, Far Cry 1, Autobahnraser. Klassiker. GTA 2. Können eigentlich... Ich weiß nicht genau. Ihr kennt das wahrscheinlich... Ihr kennt Tomb Raider Legend wahrscheinlich besser als ich. Wir können ja später gleich, wenn das halt fertig ist, dann kann ich hier nochmal die Layouts zeigen, die ich, an der ich gestern 3 Stunden gesessen habe, um mir einfach ein paar Layouts zu machen. Und später dann würde ich sagen, können wir ja nochmal ein bisschen mein CD-Regal so durchgehen, was so für Spiele hier eigentlich noch alles so in meinem Archiv rumwandern. Ich habe zwar kein großes Archiv, also kein Game-Archiv, wo man sagen kann, boah ey, der Graf ist aber voll echt der Hecht hier. Aber durchaus, wo man sagen kann, okay, können wir mal drüber gucken, was für schöne Sachen der da so liegen hat. Oh, das... Da musste man ja ein bisschen rumeiern. Zum Glück gibt es hier einen Kontrollpunkt. Ich weiß nicht, ob ich den Schatz noch habe. Ist egal, obligatorisch habe ich den Schatz. Dann können wir durchaus da nochmal hier so ein CD-Review machen. Wo man halt mal guckt, okay, was hat der Graf denn hier so rumeiern? Ein kleiner Einblick. Vor allem hier hinten seht ihr jetzt nicht wegen dem
Seht ihr jetzt wegen dem Overlay nicht, aber hier ist ja noch ein Dingsbums. Für noch ganz andere Sachen. Von daher. Muss ich hier runterspringen? Nee, Quatsch. Finde ich gut, dass das da so leuchtet. Oh nee, Lara, bitte. Geht's da auch mal nicht weiter, wenn man da so ein Secret, wenn man da schnell hinkommt? Nö, eigentlich nicht. Ne? Eine Frage, woran hängst du? Das Seil ist nicht... soll... Man merkt, dass das die Steam-Edition ist, dass das ein bisschen digital überarbeitet ist. Sid, bist du da? Alles da? Ach, all die Satelliten und Computer perfektionieren nur die Kunst, Selbstgespräche zu führen. Alle Satelliten und Computer perfektionieren nur die Kunst, Selbstgespräche zu führen. Ja, ist klar. Aber wenn sie mal, wenn man es mal so sieht, hat die Lara eigentlich vollkommen recht. Wenn ich mir mal so bedenke. Yo. Das ist Hinos Morgen. Hallo, nach links, danke. Hinos morgendliche Gymnastik. Doch, war schon richtig. Erstmal so hier so einen Handstand auf so ein Ding machen und sich dann noch rumdrehen. Hallo? Hört ihr mich, Jungs? Ich glaube, die haben ganz andere Probleme. Was zum Teufel treiben die da? Nee, das, so fühle ich mich auch immer so ein bisschen bei den Let's Plays. Deswegen finde ich es ja immer ganz geil, wenn ich, wenn ich ein bisschen Zuspruch oder beziehungsweise ein bisschen. Das sollte Hilfe nicht hier sein. Oder. Oh. So liebste Amelia. In Liebe, Richard. Es gehört der Mutter. Sid, kannst du mich hören? Wo steckst du denn? Natürlich. Boah, ist das dunkel. Ich sehe jetzt genauso viel wie ihr. Machen wir mal Licht an. Ist das besser? Ist das besser? Ja, müsste eigentlich besser sein. Nee, deswegen finde ich es eigentlich immer ganz geil, so ein bisschen Dingsbums zu haben. Immer wenn ich mit Leuten sprechen kann oder so. Warum ist hier eine Truhe? Hallo Lara, wie wär's mal mit anvisieren? Oh, ist das mies. Deswegen finde ich es ja immer ganz cool, wenn ich so Gesprächspartner oder so habe, in Sachen von wegen Let's Play Together und so ein Geschiss. Weil es für mich dann einfacher, es macht dann auch einfach mehr Spaß. So ein Let's Play komplett musst du dir halt vorstellen, dass es halt, du nimmst Videos auf und du sprichst theoretisch mit dir selbst. Das ist okay, aber das ist auch anstrengend. Ne? Du musst ja halt dann schon. Entweder musst du dich darauf vorbereiten, oder aber du bist es halt gewohnt, mit dir zu sprechen. Natürlich fällt mir das auch immer schwer. Meine Let's Plays bereite ich auch nicht so wirklich vor. Aber ich muss sagen, ich finde es halt so Together-Sachen finde ich schon wesentlich angenehmer als. Dingsbums. Hab dich. Du hältst aber viel aus, du Junge. Wo ist der dann? Noob, ey. Och nee. What? Das ist so ein bisschen das Problem. Nee, warte mal, war schon wichtig.
warte mal, war doch nicht richtig. Das Problem hier bei der Steuerung ist halt, um nochmal kurz aufs Gameplay reinzukommen, dass es immer so ein bisschen problematisch ist, weil die sich nie wirklich... Du weißt halt nicht, du musst irgendwie... Hat man ja schon gesehen, dass es alles so ein bisschen versetzt ist. Ja, es macht halt so Togethers mit Gesprächspartnern, macht halt in der Regel immer mehr Spaß, weil du einfach mehr Natur drin hast, ja. Du hast nicht so einen künstlichen Dialog, das bedeutet, künstlich Dialog im Sinne von, du tust so, als würdest du irgendwas erzählen, aber im Endeffekt hast du nur ein Selbstgespräch. So ist es einfach. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ da hinten hinschießt. So, so ein bisschen nach links? Nee. Das ist doch so eine Last. Lara, warum greifst du denn diese fucking Seile nicht? Mädchen. Das ist nervig. Du springst auf das Seil zu und dann ist es nicht, ist die Grab-Hitbox nicht da, wo das Pixel-Ding ist. Und das ist halt so ein bisschen das Problem an der Steam Edition, weil sie die, glaube ich, ein bisschen erneuert haben. Ich weiß es nicht ganz. Von daher, naja. Ja, die letzten Abschnitte waren ein bisschen hart. Aber es lag ja nicht an dem Together selbst, sondern es lag einfach daran, dass die Level eindeutig schwerer waren. Alles nix, der steht da so richtig beschissen. Kann ich den ein bisschen näher locken? Nee, bringt nix. Okay, naja, auf jeden Fall, das Problem lag einfach daran, ich muss erstmal diesen Spacken hier. Na komm her. Das ist doch unglaublich. Jetzt steht er in dieser Kackecke, wo ich den überhaupt nicht treffe. Naja. Nee, komm ich nicht. Ah, dieser Wichsgegner, der geht mir so auf den Sack gerade. Der geht mir so derbst auf den Piss. Es ist so eine Last mit dem Ding, ey. Weißt du, die werden von Kugeln getroffen, weichen zurück, klar, natürlich. Aber dann bewegen die sich nicht wieder weiter vor und dann sind sie aus einer Range raus und irgendwo in so einer Gammelecke. Naja, muss ich gucken, dass es halt irgendwie gemacht wird. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wie gesagt, Mario Together ist natürlich ganz geil. Slugsy wäre bestimmt ganz gerne bei dem einen oder anderen Projekt als Gastkommentator und Gastredner sehr gerne dabei. Vor allem haben wir gedacht, dass wir das mal mit... das nochmal mit Mario Sunshine machen. Alter, wo schießt du denn hin? What? Der Typ ist auch weg. Ist egal. Was? Von wo schießt der denn? Ich weiß, wo der ist. Da. Soweit kann ich, glaube ich, keine Granate werfen. Ja, soweit kommt die nicht. Nö, die kommt nicht so weit. Die kommt nur mit dieser Waffe so weit.
Es ist doch unglaublich mit diesem scheiß Gegner. Das ist doch nervig. Naja, auf jeden Fall. Ja, wo der mich überall trifft. Ist klar, weiß er, der trifft mich und ich treffe den nicht. Es ist doch unglaublich. Weil er sich da versteckt, er trifft mich, aber ich treffe ihn nicht, obwohl die gleiche Knarre haben. Spacken. Naja, auf jeden Fall. Oh yeah. Ich habe aber nur drei. Nee, dann bleibe ich bei der. Schon mal wieder noch ein Medipack und noch ein bisschen Muni. Auf jeden Fall, wie gesagt, als Gastredner hast du immer sehr gerne Leute. Wow, 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 wow. Alter, hat er mich erschreckt. Lass mich mal überlegen. Lass mich raten, wie ich da. Ich muss hier hoch. Okay, naja, auf jeden Fall so als Gastredner oder so, weil das lag hier bestimmt da. Da hat mir eigentlich gedacht, dass ich mal Bescheid gebe und dass wir dann mal eine Runde Sunshine machen. Aber bis jetzt ist da noch nichts. Es war so klar. Es war so klar. Hier muss ich auch spielen. Hier muss ich nicht runter. Noch nicht. Ja, ich muss mich einfach nur drum kümmern. Aktuell habe ich das noch nicht gemacht, von daher. Lara, Sie suchen also auch den Galali-Schlüssel. Perfekt. Sie werden lachen, aber ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber nicht doch. Er setzt das Schwert wieder zusammen. Er ist etwa faustgroß. Und Amanda hat rausgefunden, dass er hier ist. Was wissen Sie über Amanda? Wo ist sie? Ich hätte ihn einfach nur anrufen müssen. Ihr Vater hat doch hier gegraben, nicht wahr? Alles gut, alles gut. Naja, Amanda dachte, er könnte den Schlüssel gefunden haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Erzählen Sie mir von diesem Schwertfragment, mit dem Sie ständig rumfuchteln. Also, ich befasse mich schon länger damit. Und ich habe einiges gelernt. Ich zeig's Ihnen. Der kann also schweben. Gut, machen wir es auf Ihre Weise. Das würden Sie auch gern können, was? Fang die zur Hölle, Lara! Das würden Sie auch gern können, was? Boah, du Ratte! Warte. Gut, war da nicht was? Machen wir es auf Ihre Weise. Passen Sie jetzt gut auf. Passen Sie jetzt gut auf. Gut, machen wir es auf Ihre Weise. Fang die zur Hölle, Lara! Passen Sie jetzt gut auf. Fang die zur Hölle, Lara! Passen Sie jetzt gut auf. Fang die zur Hölle, Lara! Das würden Sie auch gern können, was? Gut. Machen wir es auf Ihre Weise. Passen Sie jetzt gut auf. Das würden Sie auch gern können, was? Das würden Sie auch gern können, was? Das würden Sie auch gern können. Hey, Sie haben ja auch welche. Mein Zimmer, Grüße. Machen wir es auf Ihre Weise. Fang die zur Hölle, Lara! Fang die zur Hölle, Lara! Ich verstehe, dass Sie Ihr Leben lang nach diesen Artefakten gesucht haben. Tja, aber diesmal verschwenden Sie sie nicht, Lara! Sie haben bestimmt nicht viel. Machen wir es auf Ihre Weise. Fang die zur Hölle, Lara! Ich weiß, dass ich ziehen muss. Bringt das nur nichts, wenn die Lara... Machen wir es auf Ihre Weise.
Das bringt halt nichts. Lara zieht das einfach nicht. Passen Sie jetzt gut auf. Haki zur Hölle, Lara! Ich drück halt. Geht auf Ihre Reise. Passen Sie jetzt gut auf. Hey, was machen Sie denn? Ich dachte, Archäologen wären viel vorsichtiger. Haki zur Hölle, Lara! Passen Sie jetzt gut auf. Das würden Sie auch gerne können, was? Haki zur Hölle, Lara! Haki zur Hölle, Lara! Haki zur Hölle, Lara! Oh. Ihr Spielzeug ist ziemlich praktisch. Trotzdem hätten Sie gerne Weihnachtsschlitz. Haki zur Hölle, Lara! Das würden Sie auch gern können, was? Passen Sie jetzt gut auf. Das würden Sie auch gern können, was? Passen Sie jetzt gut auf. Passen Sie jetzt gut auf. Komm, tritt ihm noch in die Nuss. Ich bin nicht Ihr Feind, Rutlett. Die Teile wurden nicht zerbrochen. Sie sollen sich teilen und wieder zusammenfügen. Macht es der Galali-Schlüssel? Ja. Verraten Sie mir vielleicht, wem es gehörte? Den Kreuzrittern? König Artus? Geschichte interessiert mich nicht. Dann bleiben Sie doch hier und denken über die Zukunft nach. Aber eine Zukunft ohne mich. Laufen Sie mir lieber nicht nochmal über den Weg. Vielleicht hat Ihr Vater den Galali-Schlüssel nicht gefunden. Aber das weiß Amanda nicht. Sie ist gerade in ihrem Haus. Hoffentlich sind sie gut versichert. Na endlich! Ich versuche schon ewig, euch zu erreichen. Was ist passiert? Diese Frau, sie kam einfach durch die Tür. Sie hatte eine Art... keine Ahnung, was zum Teufel das war. Es war wie schwarzer Rauch. Ich komme sofort zu euch. Nein, wir sind okay. Hört zu, ich muss sie erfolgen. Sie sucht ein weiteres Teil des Schwerts. Was? Wo? In Kasastar. Ich bin auf ein Foto gestoßen, das sich mit deinen Fundstücken deckt. Okay. Erstell eine Inventarliste und suche ein Ding namens Galali-Schlüssel. Ich mache einstweilen einen Ausflug nach Kasachstan. Zieh dir was Warmes an. Ich mag die Kälte. Tja, wir wollen ja nicht... Biografien, Konzepte... Ja, passt. Sieht man auch irgendwo... wie der Fortschritt ist...